Das Jahr neigt sich am Ende und der Silvester kommt näher. Somit auch der Brauch der Silvesterkläuse. Aktuell sind sie noch in den letzten Vorbereitungen. Dass du eine hohe Vorfreude hast, wenn es im Dezember anfängt, bis du dann endlich kannst gehen kannst. Ja, und dann einfach mit dem Morgen das erste Säuerli nimmst, dann kannst du einfach richtig hinhauen über den, wenn du weißt, jetzt geht es los. Noch geht es aber noch ein paar Stunden, bis morgen Morgen Silvesterkläus alte Jahr ausklingen lassen. Nicht fehlen dabei darf noch die Grosch nicht. So nennt man die Tracht, die Kläus selber machen. Wenn man den Grosch nach dem Erstellen zum ersten Mal anhat, kommt ein Problem in Sinn wie ein Manuel. Dann muss man es halt verheben und dann sicher dann im Restaurant, wenn man dann einmal das Zeug kann, abstellen kann. Dass man dann aufs WC kann und dann muss einfach verheben wieder, bis man dann am Abend im Restaurant ist. Durchhaltevermögen braucht es vorher auch beim Machen der Kost. Jedes einzelne Tannenkreis müssen sie von Hand unter das Gümmeli klemmen. Auch der Hut, den sie noch anlegen, wird noch von Hand geschnitzt. Das alles braucht viel Vorbereitung und etliche Stunden an Arbeit. Doch der Aufwand lohnt sich jedes Mal. Dass die Leute eine Freude machen, dass wir einfach können, ja, das ist Singen, das Zauern einfach und ja, das kannst du den Leuten und denen ein gutes Jahr anwünschen und ja, einfach den Leuten Freude machen, oder? Und für uns natürlich auch. Oder? Noch werden aber noch die letzten Handgriffe vorgenommen, bis den morgen alle mit ihrer fertigen Grost durch Herishaut ziehen.